Hallo zu einem neuen Vlog, Leute. Tommy ist gerade auf dem Klo. Meine Motivation ist nicht so hoch. Wir haben nämlich jetzt unser Flugticket nach Lefkada. Und als ich diesen Flug gebucht habe, hat keiner, der darüber Bescheid wusste, mich Bescheid wissen lassen, dass das ein Propellerflug ist. Und ich habe extreme Flugangst. Ich habe wirklich richtig, richtig Angst. Ich würde gerade am liebsten umdrehen und die Fähre nehmen. Und dann habe ich hier schon gefragt, ob das sicher ist. Und die Leute so, ja, aber du fühlst halt alles. Turbulenten dies, Turbulenten das. Bei unserem Flug ist das, by the way, so, dass man einen Zwischenstopp hat. Da steigen Leute dazu und da meinte die Frau, ja. Wenn ihr dann euren Stopp hört, ja, dann steigt aus. Einfach Bus. Wir müssen einfach hören, sonst haben wir Haltestelle verpasst. Wir warten jetzt hier auf unseren Koffer. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, weil das ist das einzige Flugzeug, was hier gelandet ist. Ah, ich hab's überlebt. 1 bis 10, wie schlimm fandest du es? War irgendwie entspannter als ein normaler Flug. Die meisten Leute haben ja Angst vor hoch und runter. Und komischerweise habe ich nur Angst vor in der Luft sein. Und bei runter denke ich mir so, wir kommen schon irgendwie an. Und dabei hat es aber schon echt gewackelt, so nach links und rechts beim Landen, beide Male. Aber hat irgendwie funktioniert, Leute. We did it. Und jetzt geht's gleich erstmal in die Unterkunft. Ich hoffe, die Koffer kommen, sonst Krise. It's room tour time. Ach, hi. Kommt rein, Mann. So, hier, wenn man reinkommt, ist hier erstmal so kleine süße Deko. Genau, das hätte ich mir auch gekauft. Richtig schön. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein Bild gemalt. Das haben wir gemalt, ne, gerade. Und ja, hier ist eine lockere Couch zum Abhängen. Später hier EM gucken, so. Weißt du, Laptop dahin. Der Fernseher ist da. Laptop kommt dahin. Okay. Dann da ist unser Bett. Da ist ein kleiner süßer Spiegel, wie Tommy schon meinte. Küche? Ja, haben wir eine kleine Küche mit einer Herdplatte und eine Mikrowelle. Wir versuchen ein bisschen Geld zu sparen, deswegen wollen wir ein bisschen kochen diesmal. Kekse, die wir direkt mal probiert werden. Cheers. Cheers. Mhm. Und das Bad. Das ist sehr klein, aber so schön mit so, wie nennt man das mal, mit Marmor. Mhm. Hier sind wir. Hello. Richtig pretty gemacht. Und das ist die Dusche. Duscherstil. Mhm. Ich mag das, wenn die Dusche so ein abgesonderter Raum ist. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Balkon. Wir sind diesmal tatsächlich eher so in der Stadt, sodass wir richtig viele Essensmöglichkeiten und so haben. Mal schauen, wie weit die Strände entfernt sind. Aber richtig, richtig süß, ne? Wir haben uns jetzt ready gemacht. We can go M for M. Fuck that. Das war falsch. Ich muss doch erst Band. We can go Band for Band. Fuck that. We can go M. Oh, ich bin drin. Scheiß drauf. So, Tommy hat mir gerade hier eine Strähne kürzer geschnitten, weil die eine Strähne länger war, aber jetzt hat er die einfach kürzer geschnitten als die. Nein, man sieht das doch gar nicht. Und wir machen jetzt auf den Weg und suchen einen Supermarkt. Tony. Who the fuck is Tony? Tommy nervt mich, by the way, die ganze Zeit und sagt so, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn die Flugangst geheilt worden ist? Nur weil ich den Flug heute überlebt habe. Ohne Tabletten. Ey, ja. Du bist letztes Jahr nicht mal ohne Tabletten geflogen, jetzt fliegst du nur noch ohne Tabletten. Ich werde beim nächsten Flug trotzdem wieder heulen. Man hat uns auch... What? Bro, what are you talking about, man? Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Supermarkt. Der sieht ein bisschen mitgenommen aus. Genauso fühle ich mich nach dem Flug. Ist Kunst. Ist das Kunst? Oh, da kann das weg. Oh, der Himmel ist wieder so schön blau. Heute ist es ein bisschen windiger, was angenehm ist. Ich lieb's auch, wie die Autos hier parken, dass man hier schön den Bürgersteig lang gehen kann. Was ist das denn? Doch, das jetzt eher aus. Leute, die müssen wir probieren. Vielleicht habt ihr die im letzten Vlog gesehen mit Ketchup-Geschmack. Hä, wie cool ist das denn? Geil. Und was muss natürlich mit? Cheetos. Aber welche nehmen wir? Cheetos. Ich
würde sagen, wir nehmen die lilanen, Tomate und Käse. Ich glaube, die waren nicht so krass, die Lilanen. Doch, ich glaube, die waren lecker. Ich habe Tommy verloren und bin irgendwie in der Spielzeugabteilung gelandet hier. We secured the bags. Oh mein Gott, genau das hatte ich auch im Kopf. Genau das. Genau wir sind so gleich. Genau den Satz. Taste Test. Taste Test. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich erhoffe mir, dass die. Oh, die sehen schon mal geil aus. Guck mal, du kannst nichts fokussieren, ne? Guck mal so. Du hast dich mit mir angestoßen. Ich. Guck dir mal ein bisschen an, wie groß der ist. Boah. Und die sind scharf. Nice Schärfe. Die sind scharf. Mh, super. Wir probieren noch die zweiten. Die haben wir zwar letztes Jahr schon gegessen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie sie schmecken. Das sind natürlich die Cheetos. Die sind mit Käse und Tomaten. Mhm. Bei Cheetos ist halt einfach die Konsistenz geil. Wow, Gourmet-Essen. Dankeschön. Dankeschön. Wir essen uns auf unserem Balkon. So Leute, wir sind jetzt ready und auch schon on the go, weil wir nach The Sunset catchen wollen. Look at my man, den ich vor 10 Minuten noch verflucht habe, aus keinem Grund. Ja, danke, dass du das einsiehst. Leute, die hat ihre Schlappen, die sie gerade trägt, angehabt, ne? Hat sie neben das Bett geschmissen und sagt mir eben, ja, wo sind meine Schlappen? Du hast sie eingepackt. Tommy hat gesagt, er muss jetzt Liegestütze machen, damit er auf Fotobreite aussieht. Was die Leute sich schon denken. Wir sind jetzt in der Stadt. Wir sind in so einer kleinen Gasse. Zeig mal die Gasse. Wir sind hier irgendwie auf der Main Road, Main Street. Wir haben irgendwie nicht so richtig Hunger, deswegen mal schauen, was wir machen. Weil in 40 Minuten fängt das EM-Spiel an. Deutschland gegen Schottland. Schottland. Und dafür müssen wir eigentlich zurück zu Hause sein. Deswegen mal schauen. Vielleicht finden wir auch einen Ort, wo man uns gucken kann. Vielleicht. Leute, ich habe einfach ein Vogelnest gesichtet. Seht ihr das? Das ist einfach ein Nest. Ich habe mir meine Haare provisorisch hochgesteckt, Leute, damit die mir nicht im Gesicht sind beim Essen. Und ich habe mir ein Lätzchen gebastelt. Wir essen jetzt Spiros Pita und die deutsche Nationalmannschaft hier unterstützen. Oh. Oh, Florian Wirtz macht fast direkt Tor. Ja, wir gucken jetzt auf jeden Fall Fußball, lassen es uns schmecken und den Abend gemütlich ausklingen, ne? Was geht hier ab? 2-0 in 20 Minuten. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Die Freundschaftsspiele davor waren ja nicht sehr vielversprechend, aber das, was die gerade spielen, wenn die das beibehalten, sehr, sehr ernstzunehmender EM-Teilnehmer. Guten Morgen, Leute. Wir waren heute schon on the go und haben unser Auto abgeholt für die nächsten 11 Tage. Tommy ist natürlich mal wieder auf Klo, der ist gerannt. Und ich denke, jetzt machen wir uns ein kleines Frühstück hier und dann geht's zum ersten Strand. Guten Morgen. Ich mache uns gerade Frühstück und zwar brutzeln hier wieder ein paar Grilled Cheese Sandwiches. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, die sehen gut aus. Guck mal, die süße Frisur, die ich mir gemacht habe. Hey, die sind voll schön. Dankeschön. Möchtest du auch welche? Ich kann dir auch welche in dein Haar machen. Nein, danke. Alles gut. Kennst du das, wenn die so den Schlüssel andrücken und dann kommt so ein richtig cooles Auto? Ja. Leute, das ist unser Mietwagen. Das ist unsere Whip. Wir brauchen zu dem Strand, zu dem wir jetzt fahren, ungefähr 25 Minuten. Wir haben noch welche rausgesucht. Links oder rechts? Die sind eine Stunde entfernt. Warte. Ich würde sagen rechts. Der heißt wie nochmal, Tommy? Paralia Cathissima, glaube ich. Ja, mal schauen, wie der ist. Leute, das sieht doch einfach nur geisteskrank aus. Schaut euch das mal bitte an. Das sieht wirklich unecht aus. Das sieht so krass aus. Jetzt sind hier überall Bäume. Alter. Boah, unglaublich. Wir sind angekommen. Oh mein Gott, seht ihr das? Krass. Hast du sowas schon mal gesehen? Krass, wirklich unnormal. Unnormal. Unnormal.
So, wir haben uns jetzt ready gemacht und sind zu einem kleinen Restaurant bei uns hier auf der Straße. Hier pretty am Wasser. Und wir haben wieder Hunger auf Fisch. Ja. Und schauen wir mal, was wir uns hier holen. So, als Vorspeise haben wir immer Peterbrust und diesen Käse, den wir letztes Mal hatten. Aber der ist nicht so nice wie der andere. Das war der, der letztes Mal so orange-rot war. Wie heißt der nochmal? Tiro Caffè. Ja. Und der ist gut? Der ist nicht so gut wie sonst. Beim letzten Mal. Wir haben bis jetzt nur eine unserer Vorspeisen. Und ich glaube jetzt schon, dass ich meine Hauptspeise nicht schaffe. So, es ist ein neuer Tag. Wir haben euch gestern schon mitgenommen, weil unser Akku ist leer gegangen. Ja, sorry for that. Ich weiß nicht, was für ein Strand Tom hier rausgesucht hat, aber wir sind so weit oben und es geht immer weiter nach oben. Immer höher und zum Glück haben wir diesmal keinen Roller. Nee, weil das wird wir nicht schaffen. Der würde ausgehen sogar. Tommy hupt alle zwei Minuten, damit, falls jemand um die Kurve kommt, mitbekommt, dass wir hier sind. Leute, wenn ihr an solchen Strecken fahrt, Weisheit von meinem Vater. Hupt immer, wenn so scharfe Kurven sind, weil auch wenn Spuren eingeteilt sind, manche fahren einfach auf eurer Spur oder so und ihr könnt nichts machen, wenn er dann einfach kommt. Deswegen. Müssen wir nicht irgendwann auch wieder runter, damit wir am Strand ankommen? Ja, aber wir haben ja noch 14 Minuten Fahrt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich der Weg gelohnt hat. Diesmal fahren wir 40 Minuten. Gestern sind wir, glaube ich, 20 bis 25 gefahren. 25, ja. Wir haben noch Strände, die sind so eine Stunde von uns entfernt. Mal schauen, ob die wirklich besser sind als die, die was näher sind. Wie kleine Straßen sind. Hier passt wirklich nur ein Auto durch. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin hella stressed out. Guckt euch das an. Hilfe! Alter, das Abgrund. Stell mal vor, hier bricht einfach ein Stück ab und dann ciao mit uns. Leute, es ist ein zu gefährlicher Urlaub hier. Aber guck mal, das Meer da unten. Leute, wir sind jetzt da. Bitte schaut euch das mal an. Ich glaube, die Fahrt hat sich gelohnt, oder? Ich muss erstmal entspannen. Sina ist noch ein bisschen stressed von der Fahrt, aber das sieht auf jeden Fall hier sehr, sehr vielversprechend aus. Es ist mal wieder wunderschön. Es ist krass, wie blau alle Strände hier sind. Also wirklich, du fährst die gesamte Küste entlang und überall ist das Meer einfach nur wirklich strahlend blau, wie Powerade. Aber ich find's auch relativ wildes Meer. Also jetzt ist hier sind weniger hier ist Wellen. Ruhiger, gestern ja. Musst du wirklich rauslaufen, damit du nicht während du rausgehst aus dem Meer einmal. Hier ist auf jeden Fall was ruhiger. Der Strand ist riesig, also der geht, keine Ahnung, mehrere hundert Meter, wenn nicht sogar Kilometer lang. Der Strand heißt übrigens Megali Petra Beach oder Paralia, weil das heißt große Steinestrand. Hier stehen nämlich überall so große Steine. Du musst natürlich auch die Temperatur checken. Das ist immer wichtig, ob es zu kalt ist oder zu warm ist. Und das macht ihr genau so. Und? Super! Super! By the way, wenn ihr euch fragt, das ist der Grund, warum ich die ganze Zeit so ein bisschen zögerlich ans Meer gehe. Weil es brennt echt herrlich und es weicht jedes Mal wieder auf. Ich bereite mich jetzt mental noch kurz drauf vor und dann geht's für mich auch ins Meer. Komm Was mit. Hat Tommy schon wieder für einen Weg hier rausgesucht? Seid mal ehrlich. No risk, no fun. Ich kann nicht mehr. Wir sind da jetzt gleich oben angekommen. Noch ein paar Stufen, dann sind wir da. Sind wir direkt am Auto. Super, ich fand den anderen Weg irgendwie angenehmer. Jetzt geht's den Kackweg von eben wieder zurück. Bitte helfen Sie mir. Guck mal, wie steil. Da geht's einfach Abgrund runter. Ich kann das alles nicht. So, wir haben die meisten jetzt geschafft. Das Problem ist einfach, wenn wir hier einen Platten kriegen würden, hier hat man kein Netz. Man ist mitten auf einem Berg. Kein Plan, wie man hier wegkommt, deswegen. Du hast hier kein Netz, weil du hast einen Kackanbieter. Du hast auch kein Netz, was redest du? Ich hab Netz. Hol mir doch einen besseren Anbieter. Hi. Hi. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und wir haben noch original 20 Minuten oder so bis zum Sonnenuntergang. Und deswegen versuchen wir jetzt uns zu beeilen, damit wir noch ein paar Fotos machen. Und für heute steht an Eis essen. Eis essen. Wir reden seit Tagen davon. Wenn wir heute nicht Eis essen, Leute, cancelt uns einfach. Ja. Ich hab Bock auf so
schokoladiges, nussiges, karamelliges Eis. Ich habe Bock auf Spaghetti-Eis, gibt's hier aber wahrscheinlich nicht. Deswegen auf irgendwas Fruchtiges. Und vielleicht klaue ich noch von Tommy sein Eis ein bisschen. Das sieht so gut aus. Dankeschön. Schaut, wie ich jetzt die besten Fotos ever mache. Ah! 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 Ich bin in diese Kackdüsten hier getreten. Aua. Wir sind jetzt fertig. Und wir gehen jetzt ein Eis essen. Ich habe so Lust auf Eis. Wir sind jetzt hier angekommen. Wir wollten eigentlich Eis holen. Was wollen wir jetzt? Lokumabes. Ja, habe ich noch nie gegessen. Das ist ja eigentlich was, gibt es auch bei den Türken. Ja, ich glaub, bei euch? Lokum. Okay. Ihr habt natürlich wieder einfach Buchstaben dran gemacht. Ja, ja. Ich glaube, ich habe es noch nie gegessen. Jetzt warten wir. Mit Bueno haben wir bestellt. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ich mache jetzt eine kranke Transition rein, Leute. Wow, die sehen aber lecker aus, ne? Wow, die sind ja richtig knusprig. Ja. Sind bestimmt heiß. Ja. Die Creme schmeckt schon mal sehr Bueno-mäßig. Wir haben die Bueno-Creme statt. Boah, aber echt heiß. Wollt ihr auch ein Biss hier, Leute? Der Biss ist für euch. Sehr heiß. Sehr. Die zerfallen so im Mund, weißt du? Boah, es schwimmt in der Soße, geil. Geil. Bisschen wie Quarkbällchen. So, was haben Sie sich da geholt? Ich darf einmal vorstellen, Pistazie, ja. Salted Caramel und hier unten Ferrero. Pistazie ist immer geil. Mm. Boah, das schmeckt schon richtig gut. Zweites Salz. Genau so, genau das habe ich jetzt gebraucht. Genau das. Ich habe einmal, ist das Zitrone oder ist das Limette? Nee, Lemon Zitrone. Aber ich habe es schon probiert eben, das schmeckt einfach nach Mojito. Das ist auch grün, ne? Und Mango-Sorbet. Mango-Sorbet kann eigentlich nichts schief gehen. Geil. Geil? Ja. Boah, das sieht so hübsch aus. Ja, schön. Ich hatte richtig Bock auf was Fruchtiges und Tommy auf was Schokoladiges. Und jetzt können wir switchen. Wir haben gerade eine Diskussion, weil wir gemerkt haben, wir haben beide krumme Finger. Sag mal deinen. Ihr müsst jetzt in den Kommentaren schreiben, wessen Finger ist krummer. Mein kleiner Finger? Okay. Mein kleiner Finger? Das ist gebrochen. Oh mein Gott, was ist das? Oder dieser Mittelfinger. Was ist das, Leute? Hilfe, die muss ins Krankenhaus. Was redest du? Wirklich? Guck mal, diese Kurve hier. Im Nagelstudio machen die deswegen manchmal. Der ist so hier viel krasser. Guck mal. Im Nagelstudio machen die deswegen manchmal den Nagel so ein bisschen krumm. Und dann meinen sie ja, der Finger ist halt krumm. Voll diskriminieren. Im Nagelstudio, sie machen den Nagel krumm. Damit das gerade aussieht. Und du hast gefragt, warum macht ihr den krumm? Ja. Und die haben gesagt, weil der Finger krumm ist. Nee, die machen den gerade. Also die machen den krumm auf den Finger, aber so, dass er gerade ist, so wie die anderen, weißt du? Und du hast dann gefragt, warum macht ihr den krumm? Ich habe gesagt, der ist krumm. Dann haben die gesagt, ja, Finger krumm.